So, mein Name ist Judith Ignastak, ich bin Heilpraktikerin in der Naturheilpraxis in Weiden und heute erkläre ich euch die einzelnen Stämme der Bakterien des Darmmikrobioms. Wir haben jetzt zuallererst mal die funktionellen Bakteriengruppen. Da fangen wir an mit den Mucin-degradierenden Bakterien. Was heißt das? Mucin ist eigentlich nur der Darmschleim. Also der Darm produziert sehr, sehr viel Schleim, je nachdem, was man gegessen hat, je nachdem, was für eine Bakterienflora man hat. Und da werden hier an dieser Mikrobiomanalyse werden drei verschiedene Gruppen aufgeführt. Einmal die Akkermansia und zwei Gruppen der Provatella. Wichtig ist hier eigentlich nur zu wissen, dass diese Bakterien den Schleim degradieren. Das heißt also, einmal dünnflüssiger machen, besser verarbeitbar machen und eben auch einerseits regulierend mehr Schleim oder weniger Schleim verursachen. Mucosa-protektive Mikrobiota. Mucosa ist die Darmschleimhaut. Protektiv heißt schützend. Da erkennt man eigentlich dann schon, worum es geht. Das heißt, es sind Bakterien, die ganz aktiv die Darmschleimhaut schützen. Zum Beispiel dadurch, dass sie einen flächendeckenden Teppich bilden oder dann eben auch positiv sich auf die Darmschleimhaut und den Darmschleim auswirken. Sulfat-reduzierende Bakterien. Sulfat, übersetzt Schwefel, reduzierend, klar vermindernd. Diese Bakterien kümmern sich darum, dass unter Umständen Schwefelverbindungen, auch Schwefelwasserstoffe, die aus der Nahrung entstehen könnten, verarbeitet oder abgearbeitet werden und somit dann keine Probleme, wie zum Beispiel dann auch mit unschönen Verdauungsproblemen, Blähungen oder Darmschleimhautschädigungen einhergehen. Neuroaktive Mikrobiota. Neuroaktiv, das heißt also auf das Nervensystem einwirkend. Wie machen die das? Die spalten aus unserer Nahrung sogenannte Neurotransmitter, teilweise aber auch hormonwirksame Stoffe aus, die sich dann sehr positiv zum Beispiel auf den Dopamin- oder Serotoninhaushalt auswirken können und somit direkt dann auch einerseits an unserer Laune beteiligt sind, aber eben auch an Erkrankungen wie Migräneneigung, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, eine gewisse Unruhe oder Schlafprobleme führen könnten. Methanbildende Bakterien, die kennt man ja mit Sicherheit auch aus der Natur. Methan ist ein Riesenthema, zum Beispiel bei den Kühen. Aber nicht nur bei den Kühen, sondern auch bei uns Menschen. Auch wir produzieren Methan. Ganz normales Verdauungsgas und diese Bakterien, die produzieren eben Methan. Wenn man recht wenig davon hat, dann muss man auch dementsprechend weniger pupsen und man hat dann auch noch einen positiven Klimafaktor. LPS-tragende Bakterien. LPS steht für Lipopolysaccharid. Und lipopolysaccharid-tragende Bakterien können unter Umständen Toxine ausschütten, Endotoxine, die dann einerseits entweder die Darmschleimhaut schädigen könnten oder auch auf andere Organe übergreifen könnten. Berühmte Vertreter sind da zum Beispiel der Escherichia coli, den man bestimmt schon mal gehört hat. Der findet sich so gut wie auf jeder Toilette, ganz oft bei Obst und Gemüse. So sauber kann man es unter Umständen gar nicht waschen. Das heißt, mit dem kann man schon mal Kontakt bekommen. Es ist nur die Frage, ob das dann immer gleich drastische Auswirkungen hat oder nicht. Einfach mal den Darm kontrollieren, per Stuhlprobe die Mikrobiomanalyse machen lassen. Dann kann man auch hier abklären, ob man zu diesen LPS-tragenden Bakterien in der Flora neigt oder eben nicht.